Ja, also gucken wir mal, was es hier so Neues in dem Spiel gibt. Ich habe selber jetzt gerade erstes Spiel gestartet. Ja, meine kleine Garage da hinten. Hauptsächlich fahre ich mit dem Focus, der da hinten in der Ecke steht. Ja, den BMW, ich bin aktuell dabei auf meiner Webseite. Ja, alle Autos mal mit Max-Tuned vorzustellen. So ein bisschen, damit man halt sieht, was die Autos, wenn sie vollgetunt sind, an Leistungen und so haben. Ja, könnt euch das ja einfach mal angucken. Ja. Mal gucken, was es jetzt hier Neues gibt. An dem BMW ist es jetzt eigentlich schlecht. Das ist ein Auto, das habe ich selber noch nicht gemacht. Daher kann ich jetzt gar nicht sagen, was es da alles so Neues gibt. Aber gucken wir doch mal. Ja, noch so ein bisschen M-Motorhaube, das sollte ja funktionieren. Uiuiui. Also die Bremsscheiben kann man jetzt hier halt auch schon selber auswählen. Ob man jetzt hier eine geschlitzte oder halt, ja, soll es sein, Fiete Anfälle. Geschmiedete 380er Scheibe, Keramikscheibe. Ja. Bisschen Spielerei, aber gut. Das finde ich wiederum eine coole Sache. Dass du die Bremssättel jetzt abändern kannst. Das freut mich. Was gibt es denn Neues? Wie wird denn aber dann Felgen? Sehe ich jetzt so nichts Neues? An sich bisher nichts Neues. Aber das mit den Bremsen und dem mit der Scheibe und dem Bremssättel, das ist ja schon mal eine coole Sache. Warum nicht? Kommt wieder altes Underground-Feeling. Hatte ich vorne jetzt genommen. Brembo. Nehmen wir hinten auch den Brembo. Sollen wir da so einen unmenschlichen Flügel drauf machen? Ein kleiner dezenter reicht. So, ja, viel mehr ist jetzt nicht dazu gekommen. In der Hinsicht, was gibt es denn an Folierungen? Ah, da gibt es was Neues. Ich glaube, Original ist sogar nur das Ziller Life. Das Enduke Racing weiß ich jetzt gar nicht. Aber die hier sind definitiv neu. Ah, das ist doch mal ein cooles Design hier. Das gefällt mir doch. Das ist ja echt cool gemacht. Warum nicht? Gucken, was sie denn so an neue Decals reingebracht haben. Was wir denn da so finden. Gucken wir mal in den Formen. Ja, die Originalformen gingen ja bis hier. Das ist dann alles neu. Echt cool, das heißt, man kann sich jetzt auch mal ein vernünftiges Monster Energy Zeichen und alle an weitere Projekte begeben. Sehr schön. Gibt hier was Neues? Ja, hier haben wir Pfeile.
In allen möglichen verschiedenen. Hast du nicht gesehen? Ja, cool. Das gefällt mir doch. Ja, geil. Kann man ja schon wieder viel mehr mitmachen. Was bieten die denn noch so Leckeres an hier? Also mit der Steuerung ist heute nicht so. Verstehen es heute nicht so gut. Der pinke Aufkleber ist neu. Den gab es vorher nicht. Haben sie hier ein paar neue Schriftzüge reingemacht? Ja, sieht nicht so aus. Ja, hier sind ein paar neue zugekommen. Katze hast du nicht gesehen. Da ist nichts zugekommen. Ah, jawohl, ja. Endlich haben sie das reingebracht. Ja, Leute, damit könnt ihr euch dann hier, ne? Eure. Sieht ja jetzt schon fett aus. Wisst, was ich meine. Richtig Gangster. Gefällt mir ja schon. Geil. Haben sie jetzt hier auch Neues reingebracht? Ja, sieht nicht so aus. Farben vom Auto. Haben sie da was Besseres gemacht? Ja, das Auto gefällt mir ja schon ganz gut. Kann ich ja theoretisch auch schon mal einen kleinen Screenshot machen. So, voll aufgepimpt muss das kleine Stück ja auch sein, zumindest von der Leistung. Um es in meine Seite einzufügen. Aber das kommt später. Aber ich wollte trotzdem jetzt gerne mal gucken, was das kleine Ding so an Eckdaten hat für die Leistung. Ja, mein Guthaben ist sehr geschrumpft, wie ihr seht. Ich war mal bei 2,5. Dadurch, dass ich für euch jetzt aktuell ja, das Maximum Tuned mache, das geht schon doch gut ins Geld. Ich glaube, ich mache bei jedem Auto, was ich verkaufe, über 50.000 Verlust. Ja, das ist schon eine kleine Hausnummer, ne? Naja. Was tut man nicht alles für seine Community?
Ich habe jetzt hier Anruf von Melissa. Was haben wir denn da? Ja, ihr habt selber mitbekommen. The show must go on. Oder wie war es? So. Aha, also scheint es doch wieder URL-Rennen zu geben, was mich ja persönlich sehr freuen würde. Ja, schön. Da ist es dann auch schon. Jetzt fahre ich, glaube ich, mit dem BMW dahin. Mal gucken, wie gut der dafür geeignet ist. Oh ja, der hört sich aber böse an. Der hört sich aber böse an. Ja, die Gegner sind ja nicht wirklich eine Herausforderung, wie ihr seht. Das ist sehr einfach. Gut. Ich habe auch jetzt schon, ich glaube, wow, genug Spielstunden für das Spiel. Ich glaube, wäre auch schlimm, wenn ich da nicht Erster wäre. Ja, mit der neuen Musik bin ich ehrlich gesagt auch zufrieden. Also alte Stimmung auch. Haben auch alte Need for Speed Soundtracks wieder mit reingebracht, was ich auch echt cool finde. Wurde ja auch langsam mal wieder Zeit, ne? Dass da was kommt. Ey, was war? Ja, das mit den NPCs, das haben die immer noch nicht hinbekommen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, den E92, den halte ich mir. Der lässt sich richtig...